Mein Name ist Andy Klaff, ich bin stellvertretender Stadtbrandinspektor der Feuerwehr der Stadt Obertshausen. Wir befinden uns hier auf der Bundesautobahn 3 zwischen der Anschlussstelle Obertshausen und der Anschlussstelle Hanau. Hier kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Transporter auf einen Lastkraftwagen aufgefahren ist. Die Feuerwehr Obertshausen wurde hierzu alarmiert. Bei unserem Eintreffen war der Fahrer des Transporters ziemlich stark eingeklemmt in seinem Fahrzeug. Der Rettungsdienst begann mit der Behandlung des Patienten und die Feuerwehr hat von zwei Seiten sich einen Zugang verschafft, sodass letztendlich die Rettung möglich war. Das war doch was Außergewöhnliches. Auf der Autobahn sind wir wirklich sehr oft, das ist dann schon alltäglich. Nicht alltäglich ist diese starke Einklemmung und die erforderlichen technischen Maßnahmen. Ja, die Autobahn A3 gehört zu den stärk befahrensten hier in der Gegend. Demzufolge ist gerade jetzt um die Uhrzeit hier auch ziemlich viel Verkehr. Ist ganz natürlich, dass der Mensch dann hier rüber gucken will und schaut, was da passiert. Dadurch gibt es weitere Behinderungen, deswegen wird gehupt. Und um ja unseren Patienten zu schützen, haben wir diese Schutzwand aufgebaut.